Um 8 Uhr trafen sich die Mitglieder des MSV Buch bei der Station 5. Leider stellte sich heraus, dass einem Vereinsmitglied bei der Abfahrt von zu Hause das Kupplungsseil gerissen ist und er deshalb nicht mitfahren hätte können. Wie es sich aber für einen funktionierenden Verein gehört, wurde sofort die Sachlage besprochen, um das Problem zu lösen. Harald wurde kurzerhand beauftragt, den fehlenden Mann zu holen und das Mopperl auf den Hänger zu laden, damit auch er mitfahren kann. Die Fahrt führte Richtung Laus, wo eine kurze Jausenpause abgehalten wurde. Danach ging es flott weiter. In Rottenmann wurden wir vom Maurersachsverein aus Kalwang schon erwartet. Mit ihnen ging es weiter nach Kalwang, wo man zur Jause gebeten wurde. Da es unter den Steirerburm, wie wir sie nannten, auch ein Bäcker war, gab es eine spezielle Torte zur Begrüßung. Auch eine Riesenbrezen mit Füllung wurde für uns gebacken. In der Steiermark ist die Steirische zu Hause. Und auch wir hatten zwei Vereinsmitglieder mit, die dieses Instrument beherrschen, und dadurch wurde es so richtig zünftig. Gegen 18 Uhr ging es weiter nach Bruck an der Mur, wo wir in einem tollen Hotel unser Quartier bezogen. Abends beim Abendessen hatte man den Tag noch einmal Revue passieren lassen. Am nächsten Morgen, nachdem man an den Mopeds so manche Reparatur durchgeführt hatte, fuhren die Vereinsmitglieder nach Graz ins Museum. Links Wicker, aussehen durch den Stoppplatz, rechts runter von den Seeschau. Graz angeschrieben, glaube ich, nein. Geht zur Nummer rechts, ist ein bisschen geschliffen, wenn ich schon einmal nicht anreißen. Ist doch scheiße. Die Kollegen von der. Ja, da unten fährt einer vor bei mir mit. Wichtig ist, wenn der Häfen ist markant, das erkennt man gleich. Wenn du beim Häfen bist, bist du auch ein Onkel zweit gefahren. Das heißt, du musst zurück und dann rechts. Ja.
Natürlich hatten wir schon das gewohnte Wetter, wie auch am Tag zuvor, viel Regen. Es war auch geplant, den Uhrturm von Graz zu besuchen. Da aber das Wetter nicht dazu einlud, entschied man sich kurzerhand wieder zurückzufahren und den restlichen Tag im Hotel Landsgrund zu verbringen. Insgesamt waren 34 Mopperl unterwegs gewesen. Am Abend waren noch die Steirerburm ins Hotel gekommen und der Abend wurde in gemütlicher Runde beendet. Der Sonntag war der Tag der Heimreise. Diesmal hatten wir Glück und das Wetter spielte mit. Und um 9 Uhr brach man wieder Richtung Heimat auf. Man traf sich in Rottenmann noch einmal zu einem Tankstopp mit dem Karlwanger Maurersachsverein. Die Weiterfahrt verlief dann in fröhlicher Stimmung. Auf die Passhöhe fuhr jeder Maurersalzfahrer so schnell er konnte und deshalb gab es so manchen Wettkampf zwischen Fahrern, da jeder zeigen wollte, wie schnell sein Mopperl ging. Bei der Geschwindigkeit, die diese Sachsel gehen, brauchte keiner Angst zu haben, dass sie von einem Radar erfasst werden. Auf der Passhöhe wartete man, bis wieder alle Fahrer bei der Gruppe angekommen waren. Anschließend fuhren alle im Konvoi Richtung Heimat. In Glaus wurde die letzte Rast gemacht und jeder stillte seinen Hunger und Durst. Danach ging es wieder nach Gaspoldshofen. In Gaspoldshofen angekommen, schlug das Wetter um und es begann zu regnen. Obwohl das Wetter nicht ganz mitspielte, war auch diese Ausfahrt wieder ein Erlebnis. Wohin die Ausfahrt im nächsten Jahr hinführt, man wird sich überraschen lassen.